Hallo und willkommen auf unserem Kanal. Wir sind mal wieder auf Tour. Für uns geht's dieses Mal nach Skandinavien und wir freuen uns, dass ihr dabei sein könnt beim ersten Teil unseres Roadtrips. Viel Spaß beim Video! Haben wir hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht in der Nähe von Celle, dass die Hunde mal rauskommen, und für uns geht es heute weiter auf dem ersten Trip über Fehmarn. Dort fährt für uns die Fähre nach Dänemark, dann geht es weiter durch Kopenhagen und dann rüber nach Schweden, Malmö, und dann besuchen wir dort noch ein paar Freunde in Schweden, und das seht ihr jetzt gleich im Anschluss. Ja, bei uns gibt es heute Spiegelei, selbstgemachte Wurst, österreichischen Käse. Oh, dein Siana, dann mal einen ganz kleinen Blick in den Innenraum. Ja. We'll be right back.
Ja, von mir gibt es noch eine kleine Zusammenfassung vom heutigen Tag. Also, wir sind heute Morgen auf Fehmarn gestartet, sind dann von Puttgarden nach Dänemark gefahren. Von dort aus dann über Kopenhagen, Malmö, Richtung Stockholm. Und auf dem Weg dahin haben wir Freunde von mir besucht, die wir schon seit vielen Jahren kennen, den Jonas und seine Familie. Zum Abendbrot haben wir jetzt Burger gemacht. Wir verbleiben jetzt die ganze Nacht noch hier. Und morgen geht es dann für uns weiter Richtung Stockholm. Und ja, wie gefällt es dir hier in Schweden mit den alten Schweden? Gut. Sind also Flasche, glaube ich. Ja, also wenn Deutsche nach Schweden zu Besuch kommen, immer ein bisschen Getränke mitbringen. Jo, wir lassen noch den Abend ausklingen und dann hören wir uns morgen wieder. Jonas, Prost. Prost. So, das ist jetzt mal ein schwedisches Bier von dem Nachbarn vom Jonas. Okay, when I was like 12 years old and I was learning German in school, I asked my teacher to like tell us like a bad word in German. And you have and he's like, no. I went, yeah, you should. Okay. And he was like, du bist eine Kartoffel. And we were like, wow, du bist eine Kartoffel. Wow. We celebrate Halloween now. Yes. Yeah. Where are we? We in Norrabonga. Vi kan spela bas, viol och flöjt. Och vi kan dansa andra hållet. Och vi kan dansa andra hållet med. Hej! Skål! Skål! Ja, Tag 3 unserer Tour auf dem Weg zum Nordkap. Wir sind jetzt derzeit noch in Schweden und machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Stockholm. Fahren. Jana, wie hast denn du geschlafen? Ja, 2 Promille immer ganz gut, ne? Ja, so schwedische Abende. Alter Schwede. Das kann man übrigens nur empfehlen. Ja, das trockene Brot oder diese Brotchips, genau, mit Jalapeno-Käse aus der Tube. Sehr, sehr lecker. Ja, auch das kann einem passieren. 4 Autos vor uns ist jemand ganz schön eingerastet. Steht quer auf der Fahrbahn. Überall Notarzt, überall Feuerwehr. Ja, und wir stehen jetzt erstmal. Aber das Schöne ist ja, wenn man so ein Wohnmobil dabei hat, wir können uns was zu essen machen. Wir sitzen schon da. Und hasern der Dinge, die da kommen. Ich hoffe, es ist nichts ganz Schlimmes passiert. Ja, die kleine Zwangspause nutzen wir jetzt mal, um euch mal unseren Camper zu zeigen. Und zwar haben wir, weil der ein oder andere hat es schon natürlich schon gesehen, unsere Ronja macht ein bisschen Probleme mit dem Motor, deswegen haben wir uns jetzt kurzerhand entschlossen, einen Camper zu mieten. Das Ganze haben wir beim Autohaus Schenk in Ilmenau gemacht. Und zwar ist es ein Camper von Road Cruiser. Und in dem Fall ist es ein Sunlight Cliff 640 Adventure-Ausstattung. Das heißt, der ist 6,40 Meter lang, ist auf einer Fiat Ducato-Basis. Das Auto ist super ausgestattet. Hat eine Standheizung, Wasser, alles was man so eigentlich braucht, so was man von einem Mietcamper quasi erwarten kann. Drehbare Sitze, deswegen sitze ich gerade ein bisschen andersrum und jetzt zeigen wir euch mal das Auto. Ja, da haben wir Jana mit den drehbaren Sitzen. Hier ist unsere kleine Sitzecke. Ein 90 Liter Kühlschrank war das, ne? Ich glaube 90 Liter Kühlschrank. Vollgepackt mit allem, was das Herz begehrt. Eine kleine Küchenzeile, einem super geräumigen Badezimmer mit Dusche, Toilette, Waschbecken,
Was ich ganz witzig finde, hier ist extra nochmal eine Heizungslüftung drin. Und man könnte jetzt hier nochmal nasse Klamotten zum Trocknen aufhängen und kann quasi diesen Raum nochmal als Trockenkammer nutzen. Ja, des Weiteren haben wir hier ein sehr, sehr großes Bett. Wir haben hier drüben noch unser Stand-Up-Paddle, da hinten unsere Angelausrüstung. Alles, was wir an Klamotten haben für die 3 Wochen Reise, hat bequem hier oben reingepasst. Und unsere 2 Wuffis passen auch mit ganz viel Platz hinten in die Heckgarage rein. Ja, also wir sind absolut zufrieden. Super tolles Auto von Road Cruisers. Man kann es nur empfehlen. Ja, tolles Auto. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und sehen wollt, wie wir weiter zum Nordkap fahren, dann einfach mal den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ansonsten in der Zwischenzeit schaut euch auch die anderen beiden Videos an. Wir sehen uns dann nächste Woche. Viel Spaß und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, viele Grüße aus Finnland.